96 wünscht sich seit Jahren einen eigenen Platz. Über gleich zwei Sportanlagen verfügt der örtliche Konkurrent Grün-Weiß Wuppertal. Auf einer, dem Sportplatz Rauental, dürfen die Barmer Burschen zu festen Zeiten trainieren. Das Sagen hat aber Grün-Weiß. Jetzt lief der Pachtvertrag der Grün-Weißen bei der Stadt aus. Die breiten Burschen hofften auf den Zuschlag, doch die Konkurrenz hatte da wieder einmal die Nase vorn. Ein Beitrag aus unserer Serie Bergisch Pepita. Ein Verein macht mobil. 200 Kinder spielen bei den breiten Burschen Fußball. Doch seit der Vereinsgründung 1996 ist der Club stets Untermieter bei Grün-Weiß Wuppertal gewesen. Seit Jahren teilen sich beide Vereine das Trainingsgelände. Dass der alte Pächter Grün-Weiß nun auch wieder der neue werden soll, möchte man nicht einsehen. Das Problem ist, dass wir unsere Aktivitäten nicht einfach nur auf Fußball beschränken wollen. Wir wollen also für die Kinder auch Hausaufgabenbetreuung machen. Wir wollen Ferienprogramme machen. Wir wollen einfach mal nachmittags was machen, ohne jedes Mal fragen zu müssen, dürfen wir mal den Schlüssel haben, dürfen wir mal was tun. Und das geht leider so nicht. Mit breitem Kreuz will man eigene Ansprüche anmelden. Doch der Verein mit dem schrägen Namen habe bei der Stadt einfach keine Lobby, heißt es. Enttäuschung. Weil wir auch mal Heimspiele haben wollen und so. Das habt ihr so nicht? Nee, weil wir haben ja keinen eigenen Platz, deswegen können wir auch keine Heimspiele machen und so. Es ist sehr nervig und vor allen Dingen allein den Kindern, denen gehört, glaube ich, auch mal irgendwann eine Heimstätte, wo wir uns auch wohlfühlen und wo wir auch mal ein bisschen was für uns tun können. Sportamtsleiter Peter Keller stellt sich den Protesten. Sein umstrittener Kompromissvorschlag lautet, die Breitenburschen Barmen bekommen zumindest die alte Platzwartwohnung, die sie für ihre Zwecke umbauen dürfen. Herr Keller, wir wollen nicht nur Fußball spielen. Wir haben so viel vor für die Jugend in Heckinghausen. Und das können wir nicht, wenn wir hier so einen kleinen Raum haben. Um Grün-Weiß hat die Verwaltung des Platzes. Nein. Das geht in anderen Stadtteilen, auch. Man muss im Sport immer partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das ist auch hier möglich. Verhärtete Fronten. Die breiten Burschen vermuten, dass Grün-Weiß den Sportplatz auch deshalb nicht abtreten will, weil ihn die Stadt mit 8.000 Euro im Jahr bezuschusst. Geld für Platzpflege. Darum haben die Burschen sogar angeboten, auf den städtischen Obolus ganz zu verzichten, wenn sie denn das Hausrecht bekommen. Das würden die breiten Burschen sogar umsonst machen. Das ist schön, aber wir haben natürlich bestimmte Spielregeln und Rahmenbedingungen in Wuppertal. Wir leben nicht in einer Bananenrepublik, sodass wir entsprechende Sportförderrichtlinien haben, die der Rat der Stadt Wuppertal beschlossen hat. Und in dem Rahmen müssen wir uns natürlich bewegen. Das Geld muss also ausgegeben werden? Im Sinne des Sportes, ja. Was sagt man bei den Grün-Weißen? Wir fahren zum Hauptplatz von TuS. Gerade trainiert die C-Jugend ein Aushängeschild. Die Jugendarbeit mit 300 Nachwuchskickern scheint gut zu funktionieren. Allein 80 Neuanmeldungen in diesem Jahr. Deswegen will man von einer Abgabe des Zweitplatzes nichts wissen. Wir brauchen trotzdem die Fläche noch, um zum Trainieren, weil wir also auch einen Plan aufgestellt haben, wonach wir einfach mit den ganzen Jugendmannschaften und Altherrenmannschaften und zwei Seniorenmannschaften mit einem Platz definitiv nicht auskommen. Obwohl wir schon 16.30 Uhr, 17 Uhr Trainingsbeginn aufnehmen. Unsere Zeitleiste ist also proppevoll. Ne? Keiner der beiden Vereine scheint bereit, von der eigenen Position abzurücken. Und die Stadt will an bestehenden Verhältnissen nichts wirklich ändern. Hoffentlich tut sich noch was im Wuppertaler Osten. Im Interesse der Kinder und der engagierten Trainer in beiden Vereinen, die sich der schönsten Nebensache der Welt verschrieben haben. Bergisch Pepita, Ihr Ärger, unser Thema. Schreiben Sie uns, wenn Sie sich in den letzten Wochen über irgendwas geärgert haben. Wir werden darüber berichten.